on voodoo. Prove that we was fucking brutal. I'm talking crazy, half past the clock's cuckoo. You rappers doodoo, baby shit, just basic boo-boo. I'm talking voodoo, massa musa, my money buku. Moin moin Amigos, heute ist euer Skykeller wieder am Start und heute habe ich einen geilen Trick, wie ihr eure Gegner in Entourage 1 zerficken könnt, wenn ihr das Beschützerteam seid, also die Seite, die mehr gepanzert ist, also nicht die Attentäter, die euch töten wollen, sondern die Typen, die schön geschützt sind. Und ja, ich zeig's euch, wie ihr die Attentäter zerficken könnt und hundertprozentig gewinnt. Also fangen wir mal an. Der Trick ist sehr empfehlenswert, vor allem wenn ihr selber die Zielperson seid oder ein Freund von euch auch im Team ist und halt die Zielperson ist. Also, das ist eigentlich kein Trick, sondern ihr müsst einfach, wenn ihr respawned seid hier hinten, dann müsst ihr ganz rechts gehen und hier wird dann die U-Bahn anfangen. Da geht der Tunnel nach unten und ihr müsst einfach den Tunnel einfach weiter marschieren und irgendwann biegt der Tunnel nach links ab und wenn zum Beispiel der Extraktionsbereich wie hier ganz rechts hinten von der Map ist, dann kommt ihr hundertprozentig hin und wenn der Extraktionsbereich links hinten ist, dann kommt ihr normalerweise auch hin. Ihr müsst einfach nur den Tunnel da hier reingehen, den U-Bahn-Tunnel, und dann kommt ihr da einfach zu dem Extraktionsbereich hin. Es wird angezeigt, dass der oben ist, das ist schon logisch, aber ich habe es das letzte Mal ausprobiert, beziehungsweise das erste Mal. Ich bin einfach auf den Tunnel hier lang gelaufen. Dann war ich genau über den Extraktionsbereich. Und dann ist auf einmal da gestanden, gewonnen. Also, ich würde mal sagen, nutzt das aus. Das ist so praktisch. Ja, und ich hoffe, euch hat der kleine Trick hier gefallen. Er ist mega geil. Ihr seht es ja eh, die Leute wissen einfach nicht, wo ich bin. Und wenn, dann sind sie genau oben drüber, wo die Gitter sind. Die können da ein bisschen durchschießen, aber die schaffen das nicht. Vor allem, wenn ihr die abballert. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ruhig ein Däumchen nach oben da. Und ja, bleibt sauber. Euer Skykeller. Peace. Ihr wollt euren Charakter verändern und wisst nicht, wie das geht? Checkt unten mal den Link aus. Ich habe dazu ein Video gemacht, wie ihr einen Charakter verändern könnt. Und ja, haut rein, viel Spaß noch und Peace.